In diesem Video wird das Bedienkonzept der Windows Store App Track of the Day erklärt. Viel Spaß! Track of the Day ist eine Software für die Recherche und die Planung komplexer Reisen. Über einen integrierten Webbrowser stehen Informationsquellen wie Google Earth, Google Maps, Google Street View und viele weitere jederzeit zur Verfügung. Es ist eine Software der kurzen Wege, bei der man nicht ständig zwischen vielen Webseiten und Tools für die Routenplanung hin und her wechseln muss. Geplante Routen können zu Navigationsgeräten aller Art im GPX-Dateiformat exportiert und zur Navigation genutzt werden. Diese Software wird häufig mit Garmin Basecamp verglichen, geht aber funktional weit über Basecamp hinaus und unterstützt moderne Navigationsgeräte wie beispielsweise den neuen BMW Motorrad Connected Ride Navigator und die zugehörige BMW App. Geplante Routen können zu Geräten wie dem TomTom Raider 500, Garmin Sumo XD, Garmin Sumo XD 2 oder auch Apps wie Scenic oder Google Maps exportiert werden. Beim Design war der Support für moderne Tablet-Computer wie das Microsoft Surface Pro 9 oder das kleinere Surface Go ein wichtiger Aspekt. Diese Geräte sind kompakt und leistungsfähig und eignen sich sehr gut für die Nutzung auf Reisen. Um die Bedienung mit einem Stift und den Fingerspitzen zu vereinfachen, gibt es viele Schaltflächen, die unterschiedlichste Funktionen auslösen. Aber auch Hochleistungscomputer mit 2, 3 oder mehr Bildschirmen werden vollständig unterstützt. Anders als bei den webbasierten Planern von Kalimoto, MRA oder Curviger können viele Fenster abgedockt und auf einem anderen Display angezeigt werden. Dabei werden die Positionen aller Fenster gespeichert, so dass sie beim nächsten Öffnen an der zuletzt verwendeten Position eingeblendet werden. Wird ein Laptop unterwegs oder daheim mit einer Dockingstation und mehreren Monitoren verwendet, wird dies automatisch beim Speichern und Wiederherstellen der Fensterpositionen berücksichtigt. Fenster, die einander überlagern, werden bei der Aktivierung automatisch in den Vordergrund gebracht. Die Benutzeroberfläche ist frei skalierbar und kann so an unterschiedlichste Displays und Auflösungen angepasst werden. Zur Skalierung hält man die Steuerung-Taste gedrückt und dreht das Mausrad. Alternativ kann man die beiden Lupensymbole oben rechts in der Titelzeile verwenden. Dabei wird die jeweilige Skalierung in Prozent angezeigt. Um die Skalierung auf 100% zurückzusetzen, klickt man auf den angezeigten prozentualen Wert. Track of the Day verwendet am linken Rand ein Hauptmenü. Hier sind die Schaltflächen für das Importieren von GPX-Dateien, das Teilen und so weiter enthalten. Ein Block aus 18 Schaltflächen dient zur Steuerung von Basisfunktionen. Hier können die Anwendungseinstellungen geöffnet, die Karte gewechselt, Deckkraft und Strichbreite und vieles mehr angezeigt oder geändert werden.
Das Hauptmenü lässt sich durch Klicken auf das Hamburger-Menü in der oberen Ecke aus- und wieder einblenden. Alternativ kann man auch die Tastenkombination STRG und M verwenden. Tippt man die Funktionstaste F11, werden Hauptmenü und Titelzeile gleichzeitig ausgeblendet. Zwei weiße Pfeile unterhalb der Titelzeile und rechts vom Hauptmenü kann man ebenso verwenden. Die Funktionstaste F7 aktiviert die Anwendungseinstellungen, alternativ kann man auch auf den Button mit dem Zahnrad tippen. Die Einstellungen sind thematisch gegliedert und lassen sich über Expander aufklappen und wieder einklappen. Sind mehrere Abschnitte geöffnet, können diese mit dem Mausrad gescrollt werden, wenn man mit dem Mauszeiger auf die Spalte mit den Beschriftungen zeigt. Zeigt man beispielsweise auf die Liste der Routing-Profile, kann man diese ebenfalls scrollen. Das Hauptmenü enthält die Liste der Tracks und die Liste der Routen. Die Inhalte dieser Listen lassen sich sortieren. Ein Doppelklick oder die Tastenkombination STRG und E startet den Editor für Tracks oder Routen. Die Schaltfläche mit dem Kalendersymbol öffnet die Liste der Versionen von Tracks oder Routen. Wurde beispielsweise eine Route bearbeitet, sieht man hier alle Bearbeitungsschritte und kann jederzeit zu einer früheren Bearbeitung zurückkehren. Oberhalb der Liste der Routen und in der Titelzeile gibt es eine Schaltfläche mit einer kleinen Weltkugel. Klickt man hier, öffnen sich die eingebetteten Routenplaner von Kalimoto, MRA, Kurviger und weitere Webseiten, die Reisetipps und zusätzliche Informationen bereitstellen. Wird auf einer dieser Webseiten eine GPX-Datei heruntergeladen, wird ein Hintergrundprozess aktiv und importiert den Dateiinhalt automatisch. So können allerlei Tracks und Routen ganz einfach geöffnet und bearbeitet werden. Dies ist ein Teil des schon beschriebenen Designkonzepts der kurzen Wege. Abhängig vom eingestellten Benutzerprofil werden Schaltflächen an den Rändern der Karte angezeigt. Hier gibt es vereinzelt Kontextmenüs. Es lohnt sich also, sie einfach mal mit der rechten Maustaste anzuklicken. Ist eine Route selektiert, ist am unteren Kartenrand das verwendete Fahrzeug sowie das aktuelle Routing-Profil sichtbar. Klickt man auf das Fahrzeugsymbol, wird die Garage geöffnet und man kann ein anderes Fahrzeug auswählen. Die Auswahl des Routing-Profils funktioniert genauso. Die Schaltflächen mit der weißen und der roten Raute berechnen eine Route neu oder löschen die berechneten Routenpunkte. Bei der Berechnung einer Route werden Kennzahlen wie Fahrzeit, Distanz, Anzahl der Kurven und vieles mehr ermittelt. Außerdem wird ein möglicher Routenverlauf angezeigt. Tippt man auf den Infobutton, wird die Infozeile zur selektierten Route oder zum selektierten Track geöffnet. Hier sieht man die berechneten Kennzahlen der Tracks und Routen, die sogenannten Metrics. Die Infozeile enthält auch weitere Funktionen für die Bearbeitung der Beschreibung, das Öffnen des Inspektors oder die Routenanimation über die Map-Channels-Integration. Kommen wir zur Integration von Google Street View,
die mit der Tastenkombination STRG und S oder über den zugehörigen Button am linken Kartenrand gestartet werden kann. Ist die Street View-Integration aktiv, wird Google Street View unterhalb der Karte angezeigt, wobei beide Sichten miteinander gekoppelt sind. Klickt man in der Karte auf eine Straße, werden die zugehörigen Street View-Bilder geöffnet. Navigiert man im Street View-Fenster, wird die Karte entsprechend neu zentriert. Ist ein Track oder eine Route selektiert, genügt ein Klick auf die Track- oder Routenlinie, um die Street View-Sicht zu aktualisieren. Mit den beiden hier gezeigten Schaltflächen kann der selektierte Track schrittweise abgefahren werden. Ist eine Route ausgewählt, springt die Selektion zum nächsten Routenpunkt. Im hier gezeigten Splitscreen können auch weitere Fenster wie die Datenbanksicht, der Cache Explorer, die Smart Ordner oder die Hotelsuche eingeblendet werden. Bei der Arbeit mit mehreren Displays lassen sich diese Fenster mit einem Klick abdocken und auf einen anderen Monitor verschieben. Damit wären wir am Ende dieses ersten Überblicks über Konzepte und Bedienelemente der Benutzeroberfläche von Track of the Day. In späteren Tutorials werden einzelne Funktionen detaillierter vorgestellt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald.